Die Sanierungs- und Umbauarbeiten am ehemaligen Zuse-Gymnasium in Hoyerswerda verzögern sich. Dafür gibt es aktuell zwei Gründe, informierte Dietmar Wolf von der Bauverwaltung die Stadträte. Im Haupthaus sind Langohrfledermäuse entdeckt worden. Nun muss die Naturschutzbehörde entscheiden, ob am 9. Juli mit den Dachdeckerarbeiten begonnen werden kann. Auch der Denkmalschutz habe diverse Auflagen gemacht. Derzeit sei man in Verhandlungen mit der Behörde, um eine Lösung zu finden. Bis dato sei daher nur eine teilweise Baugenehmigung erteilt worden. Auch wäre es schwierig, Firmen zu finden. Von den 17 Ausschreibungen mussten 3 aufgehoben werden. Es gäbe deutlich zu wenige Bieter mit höheren Preisen als veranschlagt, so Wolf. Aktuell lege man mit den Kosten noch im Rahmen und gehe davon aus, dass die Fertigstellung im Februar 2020 nicht gefährdet sei. Am Dienstagabend vergab der Stadtrat nun weitere Aufträge in Höhe von rund 3 Millionen Euro für Elektro-, Sanitär- und Heizung sowie Blitzschutz und für die Rohbauarbeiten am Erweiterungsbau. Das Gesamtvorhaben Oberschule ist inklusive Sporthalle und Parkplatzbau mit rund 16 Millionen Euro beziffert. Der Abriss von Tonhalle und Haus 4 sowie die Entkernungsarbeiten sind erledigt. Auch das Gerüst für weitere Arbeiten steht bereits.